36 Stunden haben sie nicht so viel geschlafen, sie sehen auch ziemlich müde aus. Also war nicht die optimale Vorbereitung. Mich interessiert nur, gibt's heute einen Knockout? Ein Wort, Uli. Chicken, 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 chicken. Die Antwort ist ja. Eine weitere Frage von einem Herrn in Pink. In welcher Runde? Wenn der Kampf zu Ende ist. Das können Sie nicht aussuchen. Runde 1! Wir kennen alle den Herrn Stricker. Und ich habe wieder ihn oder seinen Staplerjob beleidigt. Herr Langner, auf Ihre Frage zurückzukommen, ich arbeite auch sehr viel. Ich habe die letzten 36 Stunden auch gearbeitet. Hart sogar. Ich teile morgens die Zeitung aus, laufe dann mit Butkus, ja, mache mir 5 Eier ins Glas, trinke die aus, versorge meine Frau Adrian. Also ein bitte bisschen mehr Respekt. Das sind ganz eindeutige Ansagen für den heutigen Abend, meine Damen und Herren. Aber wissen wir einiges zu erwarten. Noch ein Herr in der ersten Reihe. Wir haben durch. Ja, ich habe mal eine Frage an Frank. Frank, was du kontrollieren sollte, ein Rematch vorstellen? Herr Koch, wir wollen doch nicht Stunden vor dem Kampf über die Niederlage sprechen. Es ist möglich, der Stricker hat viele Amateurkämpfe gemacht. Meine Kampfbilanz lautet 0 Siege, 0 Unentschieden, 0 Niederlagen. Es ist mein erster Profikampf. Ich werde rausgehen, mein Bestes geben. Bin mir auch bewusst, dass ich ein Underdog bin. Aber wir werden es gleich sehen. Ein Rematch gibt es nur dann, wenn der Stricker noch lebend hier rauskommt. Sind weitere Fragen zu erwarten von der Presse aus dem Publikum? Eine Dame in Gelb. Schönen guten Tag, ich bin von der Firma Fleet Insight. Ich würde gerne Ihren Nachruf verfassen. Und möchte wissen, was Sie Ihren Kollegen als letzte Worte mitgeben möchten. Arbeitet zielorientiert. Nicht zu viele private Gespräche führen. Unterstütze den Außendienst mehr. Nicht viel im Internet surfen, hier web.de und die ganzen Seiten da. Ja, und manche Arbeitskollegen auch nochmal, Leute, packt an, wäre ein großes Ziel für uns. Aber ich denke mal, ich werde hier lebend rauskommen. Vielleicht mit der einen oder anderen Blessur. Und die gehört dazu. Sonst noch Fragen an mich.